Sie ist da, meine 6. Tochter. Ich kann es kaum glauben. Wer hätte gedacht, dass ich einmal so viele Kinder haben werde? Hallo, ich bin Eljenux und das ist der 37. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute sind wir wieder bei unserer Familie Potter und ich freue mich sehr, denn Emma liegt tatsächlich schon wieder in den Wehen. Also in diesem Part kommt jetzt unsere neueste Tochter auf die Welt und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt. Bevor wir in den Part hineinstarten, noch eine kleine Erinnerung. Wenn dir meine Videos gefallen, dann vergiss nicht, meine Videos zu liken, zu kommentieren und mich zu abonnieren. Und schau auch sehr, sehr gerne auf Twitch vorbei. Aber gut, jetzt starten wir in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Es ist Sonntag, mitten in der Nacht und es liegt Schnee. Und Emma hat sich gedacht, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um ein bisschen spazieren zu gehen. Ja, okay. Kann sie natürlich sehr, sehr gerne machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Hallo Emma, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass Scarlett Potter von uns gegangen ist. Mein aufrichtiges Beileid zu deinem Verlust. Was ist das für ein Start in den Part? Es sollte ein glücklicher Part werden. Unsere Tochter kommt auf die Welt. Oh nein. Verlust in der Familie, weil ein Elternteil verloren hat. Es ist schwer, wenn jemand von uns geht, der uns sehr nahe steht. Emma kann Trost finden, indem sie an einem Grabstein oder einer Urne trauert. Oh nein, die Arme. Und dabei habe ich im letzten Part noch überlegt, ob wir Scarlett nicht mitnehmen wollen zur Geburt. Haru ist auch verstorben? Wann ist Haru verstorben? Hä? Aber wir haben doch keine Benachrichtigung bekommen, dass Haru verstorben ist. Wann ist das passiert? Und was ist jetzt mit den Kindern? Okay, ich schätze, Leo wird jetzt auf seine kleine Schwester aufpassen, also auf Bridget. Dann müssen wir, sobald das Baby da ist, auf jeden Fall der Familie einen Besuch abstatten und einfach schauen, ob die klarkommen oder ob irgendjemand zu Leo ziehen soll oder ob Bridget zu uns ziehen soll, wobei dann hätten wir viel zu viele Kinder. Ja, ich muss mir das auf jeden Fall noch genauer anschauen. Aber wieso haben wir denn keine Benachrichtigung bekommen, dass Haru verstorben ist? Ich verstehe es nicht und sie hat auch keine Stimmung davon. Also die Stimmung ist nur von Scarlett. Oh nein, warum startet der Part denn so? Wir müssen jetzt glücklich sein, denn wir müssen uns auf das neue Baby konzentrieren. Und deshalb wird Emma sich jetzt mal schnell was zu essen holen. Ihr geht es jetzt natürlich echt, echt schlecht, was total verständlich ist. Sie wird jetzt hier einmal ein Speckersatz-Salat-Tomaten-Sandwich essen. Und dann muss sie ganz dringend schlafen gehen. Also es ist natürlich absolut klar, dass es ihr sehr, sehr schrecklich geht. Aber ich glaube, es ist halt nochmal schlimmer, weil sie halt in den Wehen ist und sie hat so viele Hormone und sie weiß vermutlich gar nicht, auf was sie sich jetzt konzentrieren soll. Oh, die Arme. Wir haben jetzt kurz vor 5 Uhr früh. Emma ist tatsächlich schon wach und es geht ihr unfassbar schlecht. Also sie fühlt sich noch immer sehr unwohl von den Wehen. Sie ist fix und fertig von den Wehen und dann hat sie natürlich auch noch die traurige Stimmung wegen dem Verlust in der Familie. Und jetzt haben wir auch noch Rechnungen bekommen, die wir uns absolut nicht leisten können. Was ist das eigentlich für ein Part? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Aber eines nach dem anderen. Sie wird jetzt hier noch einmal Atemübungen machen und dann werden wir hier auf diesem Ball trainieren, um eben die Geburt zu beschleunigen. Als erstes müssen wir jetzt nämlich schauen, dass wir das Baby auf die Welt bekommen. Natürlich. Dann werden wir ganz schnell zu Leo und Bridget fahren, einfach mit ihnen sprechen, schauen, ob wir die Grabsteine irgendwo finden. Ich hätte die nämlich gerne bei Emma und vielleicht können wir auch irgendwo einen Friedhof oder so platzieren. Einfach, dass wir dann alle Grabsteine der Familie so auf einem Haufen haben. Ich glaube, das wäre ganz schön. Muss ich mal schauen, ob es in der Galerie so etwas gibt. Ja, und dann müssen wir uns ums Geld kümmern. Das ist auch sehr, sehr wichtig, denn wenn wir dann noch ein Neugeborenes im Haus haben, dann können wir es uns wirklich nicht leisten, dass uns der Strom abgestellt wird. Emma, du wirst jetzt hier noch einmal um die Überprüfung der Weitung bitten, und zwar von William Heinz Wolfskind. Wieso arbeiten da alle von der Wolfskind-Familie? Also ich glaube, die hat jemand von euch erstellt und irgendwie arbeiten da alle im Krankenhaus. Okay. Wobei, nein, das soll Amadeus machen. Der sieht am süßesten aus. Vielleicht kommen die sich dann ja auch näher? Es passiert gerade so viel Tragisches auf einmal und ich möchte Emma sofort wieder verkuppeln. Wow. Oh, der ist ein Vampir anscheinend. Die Kids müssen in die Schule. Ich glaube, das schaffen sie auch ohne uns. Aber er sieht doch so gut aus.
6 cm geweitet. Okay, naja, reden möchte er mit uns leider nicht. Er haut schon ab. Gut, dann werde ich jetzt einfach noch ein paar Interaktionen ausführen, dass das Baby eben schneller auf die Welt kommt. Wir werden noch einmal spazieren gehen. Ich hoffe, sie geht nicht wieder raus. Und da ist schon wieder Cassandra Volkoff, die kennen wir auch. Warum arbeiten in diesem Krankenhaus nur übernatürliche Wesen? Kann mir das irgendjemand sagen? Und jetzt ruft Haru uns aus dem Jenseits an. Hallöchen, Emma. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Aiden Bloom und ich uns wahrscheinlich nicht gut verstehen würden. Stimmt, Haru hat im letzten Part auf jeden Fall noch gelebt. Er hat uns ja angerufen und wollte sich mit Aiden Bloom treffen. Auf jeden Fall interpretiere ich das jetzt einfach mal so, dass Haru eben am Ende seines Lebens doch noch klar geworden ist, dass Scarlett die Richtige für ihn ist und eben nicht Aiden Bloom. Ja. Warum musste das eigentlich genau jetzt passieren? Wobei, ich meine, wir haben mit den beiden ja nicht mal aktiv gespielt. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert, wenn irgendwann mal Emma von uns geht. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und endlich, der Muttermund ist vollständig geöffnet. Sprich mit einem unserer Geburtshelfer, damit die Geburt sofort eingeleitet werden kann. Sehr gut, bist du ein Geburtshelfer? Ja. Okay, dann kann er gleich mal unser Mädchen auf die Welt bringen. Dass an so einem schönen Tag noch so was Trauriges passieren muss. Ivy hat Fabian in der Schule getroffen. Daisy war unterdurchschnittlich in der Prüfung. Okay, ich muss mich auf die Geburt konzentrieren. Aber irgendwie versagen gerade alle unsere Kinder in der Schule. Aber unser Mädchen kommt auf die Welt. Arme Emma muss schon wieder eine Geburt erleben. Ich frage mich, ob sie sich in der Zwischenzeit schon daran gewöhnt hat. Ob man sich an sowas gewöhnt oder nicht. Okay, und Daisy ist jetzt beim Cheerleading. Ich hoffe, Daisy hat mehr Spaß beim Cheerleading als Emma bei dieser Geburt. Und das Baby ist da. Wie wir schon wussten, es ist ein Mädchen. Danke übrigens für eure ganzen Namensvorschläge. Ich habe mich entschieden für den Namen Livia. Diese ist nämlich auch mit der Farbe Blau verbunden. Und wir haben die Farbe Blau noch nicht. Deshalb finde ich, dass das sehr, sehr gut passt. Und außerdem finde ich, Livia ist ein unglaublich schöner Name. Danke für den Namensvorschlag. Dieser kam von Die Schildkröte. Also zumindest heißt die Person auf YouTube so. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann sehen wir jetzt zum ersten Mal unser kleines Mädchen. Volles Haus, ja. Sehr gut, dass die Drillinge schon bald ausziehen werden. Dann haben wir mehr Platz für weitere Babys. Oh, süß. Also, creepy wie immer, aber trotzdem süß. Ja, dann können sie jetzt noch für einen Moment hier liegen. Emma sieht unglaublich glücklich aus, auch wenn sie traurig ist. Ja, 8 Tage hält das noch an. Aber sie fühlt sich selbstsicher. Also die Glücksgefühle überwiegen auf jeden Fall. Aber gut, wir gehen jetzt wieder ab nach Hause. Wahnsinn, Emma hat schon so viele Kinder. Und hier sind wir jetzt zurück bei der Familie. Ich gehe gleich mal in den Baumodus und schaue, wo das Baby fliegt. Hier ist es nicht. Okay, es ist in Violets Zimmer. Alles klar. Ich glaube, die kleine Livia wird in der Zwischenzeit noch bei Emma im Zimmer wohnen. Übrigens, ich habe mein Custom Content ein wenig aussortiert und deshalb musste ich jetzt hier eine neue Tür platzieren. Ansonsten ist aber noch alles da. Oh Gott, alle sind so unglaublich traurig. Emma, geh gleich mal zu Livia. Du kannst sie einmal liebkosen. Du kannst einmal hüpfen. Und dann wird sie sie einmal an die Brust nehmen. Es geht allen unfassbar schlecht. Es sind alle so traurig. Aber Ivy, es tut mir sehr, sehr leid. Du musst dich jetzt trotzdem ein wenig um alles kümmern. Denn wir haben kein Geld mehr. Und wir brauchen Geld. Sehr, sehr dringend. Sie wird Fleischersatz zubereiten, dann Apfelmarmelade, Himbeermarmelade, Brombeermarmelade. Violet wird ausnahmsweise auch einmal helfen. Sie kann hier das aufräumen, dann wird sie ein Bad nehmen und dann wird auch sie etwas einmachen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht Violets Stil, aber ich glaube, in schweren Zeiten halten alle zusammen. Und zwar wirklich alle. Ich hatte eigentlich noch eine Storyline geplant, dass Violet noch ein wenig mehr ausbricht und sich eben mehr mit Emma streitet. Aber irgendwie passt das gerade so gar nicht. Also ich glaube, in solchen Zeiten würde sogar Violet ihrer Mutter das nicht antun. Und hier haben wir unsere kleine Livia. Oh, sie ist so süß. Können Sie mal angurren? Dann werden wir sie nochmal liebkosen und dann wird Emma sich um den Garten kümmern. Wie gesagt, es müssen gerade wirklich alle zusammenhalten. Dann kann sie sich einmal um die Bienen kümmern. Sie wird sich einmal mit Bienen verbünden, Milbenmittel anwenden und Honig sammeln.
Daisy ist gerade vom Cheerleader-Training nach Hause gekommen und kümmert sich freiwillig um ihre kleine Schwester. Diese Familie ist aber auch zuckersüß. Aber Daisy, weißt du was? Du wirst jetzt deine Hausaufgaben machen. Du wirst lineare Gleichungen lösen. Rose, was machst du gerade? Oh, Rose pflanzt hier draußen Apfelbäume ein. Oh, sie ist auch zuckersüß. Und dann kann sie ein Aktivitätsdiagramm ausfüllen. Ja, wie gesagt, die ganze Familie ist unglaublich am Trauern. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie lang dieser Part werden wird, denn ich finde es jetzt schon viel zu traurig. Dann kann auch Emma noch ein paar Sachen einmachen. Machen wir einmal Tomatensauce. Und dann wird sie noch eingemachte Pilze machen. Ivy hat aus irgendeinem Grund auch aufgehört. Du kannst auch noch etwas machen. Mach du mal Schokoladensirup. Das geht am schnellsten und ist tatsächlich auch am meisten wert. Vermutlich stehen die sich die ganze Zeit gegenseitig im Weg, weil wir nur einen Ofen haben. Aber das tut mir leid, das kann ich jetzt nicht ändern. Wir haben absolut kein Geld. Lenny hat uns gerade eine SMS geschickt. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Ja, Lenny, es ist dein Kind. Du könntest eigentlich mal vorbeikommen und es kennenlernen. Also du musst nicht, aber du könntest natürlich. Ja, Lenny, wie geht's dir denn eigentlich? Lenny hat noch immer nur ein Kind, finde ich sehr spannend, weil, wie wir wissen, Raoul hat ja schon einige. Lavina ist auch verstorben? Warum sind auf einmal alle verstorben und wann ist das passiert? Ja, also Raoul hat auf jeden Fall 4 Kinder. Wow, es ist alles so traurig. Jetzt wird Emma von Lenny angerufen. Hey Emma, Bella Grusel hat mich zu einem Date eingeladen, soll ich zusagen? Das kann man jetzt natürlich auf 2 Arten und Weisen interpretieren. Erstens könnte man meinen, er will eins auswischen und will sie einfach eifersüchtig machen. Oder er möchte einfach sicher gehen, dass es für Emma okay ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, es ist Zweiteres. Deshalb sagt sie einfach, ja, Romantik liegt in der Luft, weil ich finde, Lenny ist trotz allem ein sehr guter Mensch und hat verdient, glücklich zu werden. Und ich sehe gerade, irgendjemand muss sich dringend um Betsy kümmern. Ivy, mach du das mal. Säuber mal den Viehstall und ruf sie herbei. Und um die Hühner hat sich vermutlich auch schon sehr, sehr lange niemand mehr gekümmert. Und was wünscht sie sich hier? Mit Gabriel plaudern? Ja, das loggen wir gleich mal ein. Sehr, sehr bald sollten sie vermutlich Zeit mit Gabriel verbringen. Den haben sie auch schon so lange nicht mehr gesehen. Also die Zwillinge haben ihn ja erst gesehen, aber die Drillinge haben ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ja, und die Zeit rennt uns auch davon. Also am Donnerstag haben nämlich die Drillinge schon Geburtstag und werden dann zu jungen Erwachsenen. Wie ich jetzt schon öfter gesagt habe, jeder von ihnen hat ja eine eigene Challenge, die wir sozusagen abschließen müssen, damit sie ausziehen dürfen. Bei Daisy ist das ja, dass sie heiratet, also dass sie dann mit ihrem zukünftigen Ehemann zusammenzieht. Und das wird Sydney sein, mit dem ist sie ja schon länger zusammen. Falls ihr übrigens eine Idee habt, in welche Welt sie ziehen soll oder was sie dann beruflich machen soll, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich glaube, das werden wir nämlich gleich direkt nach dem Geburtstag angehen, also dass wir einen Part eben mit Daisy spielen. Und Ivy und Violet werden, glaube ich, noch ein bisschen länger hier bleiben. Da müssen wir ja noch ein paar Sachen abschließen. Violet wird dann in die alte Wohnung von Gabriel ziehen. Und bei Ivy habe ich noch absolut keine Ahnung. Also schreibt mir da eure Ideen auch sehr, sehr gern in die Kommentare. Wir haben jetzt kurz vor 23 Uhr. Emma ist noch dabei, Dinge einzumachen. Die Kleinen gehen gerade ins Bett. Violet spielt tatsächlich gefühlvoll Klavier. Oh, sie ist so süß. Daisy schläft auch schon und Ivy hat sich gerade noch um die Hühner gekümmert. Und ich glaube, das Baby schreit. Ivy, dann kümmerst du dich jetzt ums Baby. Du wirst einmal die Windeln wechseln, dann wirst du es füttern. Und dann kannst du ja ein bisschen damit spielen. Jared, nein, du machst es nicht. Du gehst jetzt bitte ins Bett. Geh einfach schlafen, kleiner Mann. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, Emma kann die Nacht über dann eben noch Dinge einmachen. Und dann schauen wir morgen ganz in der Früh zum Markt. Und dann wird sie eben Leo und Bridget einen Besuch abstatten, schauen, wie es denen so geht, ob sie alleine klarkommen. Und ich hoffe, ich finde die Grabsteine von ihren Eltern. Aber wie gesagt, sie wird jetzt eben die Nacht damit verbringen, Dinge einzumachen. Ich frage mich wirklich, ob der Moment kommen wird, dass wir in dieser Familie keinen Geldstruggle mehr haben. Ich befürchte leider nicht. Und jetzt sind die Zwillinge auch noch aufgewacht, weil Jared hat ein Monster unter seinem Bett. Redet mal mit dem Monster und versucht euch damit anzufreunden. Es wird vermutlich nicht klappen, denn es funktioniert nie. Der Versuch von Jared Clay, mit dem Monster unter seinem Bett zu kommunizieren, war nicht erfolgreich. Es hat wohl momentan keine Lust, Freundschaft zu schließen. Ja, Jared, tut mir sehr leid, dann mach einfach ein paar Nickerchen. Du kannst deine Mutter gerade wirklich nicht stören. Es tut mir sehr, sehr leid. Und warum ist Daisy denn jetzt auch wach? Aus irgendeinem Grund kann in diesem Haus niemand schlafen.
Rose hat jetzt nämlich Angst vor der Dunkelheit entwickelt und hat auch Angst vor dem Monster unter dem Bett. Ja, mach auch du ein Nickerchen. Emma sprüht jetzt schon das Monster unter dem Bett ein und dann wird sie weiter Dinge einmachen. Sie wird morgen so unglaublich müde sein. Dann kann sie einmal Mayonnaise machen und dann machen wir nochmal eingemachte Pilze. Ivy ist auch wirklich so fleißig. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen, wenn Day dann ausgezogen ist. Also keine Ahnung, wie Emma das dann alleine schaffen soll. Aber wer weiß, vielleicht werden Jared oder Rose ja auch so eine große Hilfe. Ja, den Mega-Vital-Dünger werden wir dann auch verkaufen. Der ist zumindest richtig viel wert. Jetzt hatte Rose auch noch einen Albtraum. Rose hatte einen Albtraum, in dem sie die DNA von Sims verbiegen musste, die Drehung aber einfach nicht hinbekam. Alle zeigten lachend auf sie. Also, wie man merkt, diese Familie ist völlig fertig und leidet einfach unter dem Verlust. Und es ist absolut schrecklich. Und ich möchte diesen Part beenden. Rose hat es auch noch geträumt, dass sie von Aliens entführt wurde. Oh mein Gott, warum ist das alles so traurig? Und Violet, warum schläfst du eigentlich nicht? Was ist mit dieser Familie nur los? Ich verstehe, was los ist, aber können sie nicht wenigstens versuchen zu schlafen? Wir machen einfach immer weiter Sachen ein. Geld kann zwar nicht glücklich machen, aber es hilft zumindest dabei, die Rechnungen zu bezahlen. Und wer seine Rechnungen nicht bezahlen kann, der ist vermutlich unglücklich. Und die verängstigte Rose geht jetzt zu Ivy. Was möchtest du von ihr? Mitkochen! Ich weiß, es ist 4 Uhr früh, aber ich glaube, wir können eine Ausnahme machen und Rose darf mitkochen. Morgen ist zwar Schule, aber wie gesagt, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation und es ist doch schön, wenn die Familie in solchen Situationen zusammenhalten kann. Und jetzt wurde uns auch noch der Strom abgestellt. Okay, dann können wir nicht weiter Dinge einmachen. Bewältigung der Aggressionen. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle halten kann? Jeder geht mit Trauer anders um und ich denke, das ist eindeutig ein Zeichen, dass es bei Ivy mit Trauer zu tun hat. Und deshalb sagen wir, rede mit jemandem darüber. Mit jemandem über Dinge zu reden ist ganz, ganz wichtig und deshalb sagt sie das natürlich auch zu Ivy. Emma, du kannst aufhören, Sachen einzumachen. Wir haben keinen Strom mehr. Geh am besten einfach mal ins Bett und morgen früh müssen wir dann ohnehin zum Markt. Ich hoffe wirklich, diese Familie findet Schlaf. Wobei, jetzt ist es schon fast 6 Uhr früh. Warum sollten sie jetzt auch noch schlafen? Und jetzt haben wir 8 Uhr früh. Es geht allen unfassbar schlecht. Also die Bedürfnisse von allen sind im Keller. Und jetzt gehen aber alle zur Schule. Zumindest hat sich Ivy ein wenig um den Kürbis gekümmert. Ja, bevor du jetzt zur Schule gehst, wirst du den Kürbis noch zum Wachsen ermutigen, gießen und über Wurzeln reden. Und dann kannst du in die Schule gehen. Okay, perfekt. Dann mach das und danach gehst du zur Schule. Emma hat noch schnell Livia gefüttert und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Markt. Wir haben jede Menge Sachen im Inventar. Ich hoffe, es reicht aus, um die Rechnungen zu bezahlen und vielleicht noch ein wenig Geld zu haben. Das mit dem Geld ist wirklich immer ein Struggle. Dabei lohnt sich ein Garten in Sims eigentlich wirklich, aber wir haben eben nie genug Zeit, um uns wirklich darum zu kümmern. Und hier sind wir und gehen natürlich gleich wieder zu unserer Kim. Wir werden einmal handeln, dann Objekte verkaufen und dann auch noch etwas kaufen, weil wir einfach immer Mehl und Zucker gebrauchen können. Gerade weil wir jetzt so viele Himbeeren und Erdbeeren und alles Mögliche haben und die Marmeladen sich wirklich, wirklich auszahlen. Okay, perfekt. Dann verkaufen wir Apfelmarmelade, eingemachte Pilze, noch mehr Pilze, Milch, Fleischersatz, unsere Kartoffeln, Mayonnaise, Paprika, 21 mal Schokoladensirup, Tomaten und Tomatensauce. Und wir bekommen 1773. Das ist nicht genug, um die Rechnungen zu bezahlen. Oh wow. Wir werden nichts kaufen. Wir müssen ganz, ganz dringend an Geld kommen. Aber gut, Emma wird jetzt auf jeden Fall mal bei Leo und Bridget vorbeischauen. Und ich hoffe, dass wir in Mount Kumurabi irgendwie an Geld kommen können. Ansonsten werden wir einfach quer durch alle Welten reisen und einfach schauen, dass wir Dinge finden, die wir verkaufen können. Oh, jetzt wohnen die beiden da mit ihren 1000 Hunden. Gracie, Sammy, Fred, Sansa und Lily. Naja, zumindest sind sie nicht allein. Und zum Glück haben Scarlett und Haru 2 Kinder bekommen. Jetzt kann sich Leo wenigstens noch ein wenig um seine kleine Schwester kümmern. Das ist doch auch irgendwie süß. Ich meine natürlich nicht süß, dass er so in die Vaterrolle gezwängt wurde. Aber ich glaube, das schafft er schon. Und hier sind wir und werden begrüßt von all den Hunden. Wir klopfen jetzt mal an die Tür. Das ist eh das richtige Haus, oder? Ja, okay. Es sieht im Schnee so anders aus als sonst.
Komm rein. Oh, und hier sind beide Urnen. Scarlet Potter und Haru Potter. Sie sind einfach nebeneinander verstorben. Die beiden gebe ich jetzt ins Inventar. Und wie gesagt, ich hätte wirklich gern einen Friedhof, wo wir dann eben auch in Zukunft alle unterbringen können. Also fragt mich nicht, was das für ein riesiger Friedhof werden soll, da wir 100 Kinder bekommen müssen und die ja auch alle Familien haben werden. Ich habe keine Ahnung. Bridget, sie kennen sich gar nicht? Ja, okay, dann stell dich mal fröhlich bei deiner Schwester vor. Warum kennen sich die nie? Was ist das? Ihr seid Schwestern. Und hier haben wir auch Liu. Er ist wenigstens schon ein junger Erwachsener. Also ich glaube, er schafft das. Die beiden scheinen sich aber gut zu verstehen. Bridget findet, wir sind spaßig. Na, das passt doch gut. Wir werden mal mit ihr über Ängste reden. Dann werden wir ihr sagen, das wird schon werden. Und dann werden wir versuchen, sie aufzumuntern. Hier ist es unfassbar kalt. Vielleicht sind Haru und Scarlet auch erfroren. Ich kaufe ihnen zur Sicherheit mal ein Thermostat. Baby, enable free build. Wobei, nein, sie sind nicht erfroren. Da stand doch Ableben durch Altersschwäche. Wir kaufen mal ein Thermostat. Okay, und dann machen wir es mal ein bisschen wärmer. Wärmer, kostet mehr. Ja, sind nicht unsere Rechnungen. Stimmt, haben wir ein Thermostat in unserem Haus? Oh Gott, wir werden noch viel mehr Geld brauchen, das wir definitiv nicht haben. Gut, dann werden wir einmal über Frost reden. Und dann müssen wir aber leider auch schon wieder gehen. Wir haben nicht genug Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. Und wir müssen das noch irgendwie auftreiben. Ich glaube, wo Schnee liegt, ist es nochmal schwerer, etwas zu finden. Am besten reisen wir woanders hin. Was wäre denn ein guter Ort, wo vermutlich kein Schnee liegt? Solani finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch. Reisen wir einfach nach Willow Creek, das könnte in der Nähe sein. Und wenn hier auch Schnee liegt, dann ist das eben so. Vielleicht finden wir ja trotzdem etwas. Ich hoffe, denn wir brauchen wirklich Geld. Und hier sind wir und es liegt tatsächlich kein Schnee. Perfekt, sehr gut. Dann hoffe ich, dass wir hier besser Sachen finden können. Emma wird hier mal das Wasser untersuchen. Vielleicht können wir ja auch so etwas finden. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. In der Zwischenzeit wäre es aber auch cool, wenn wir etwas anderes finden. Wie kann es sein, dass wir wieder zu diesen Mitteln greifen müssen? Hatten wir nicht gerade noch ziemlich viel Geld? Jetzt ruft Lenny wieder an. Weißt du was? Mein Date mit Bella Grusel ist sehr gut gelaufen. Das freut mich für ihn, wirklich. Also ich hoffe, er wird glücklich mit ihr. Hier haben wir eine Lilienpflanze, da können wir nichts machen. Hier könnten wir nach Schatz graben. Oh mein Gott, hoffentlich finden wir was Cooles. Aber zuerst wird sie jetzt hier mal das Wasser durchsuchen. Emma sieht undefinierbare Schatten unter der Wasseroberfläche. Dies scheint ein ausgezeichneter Angelplatz für eine großartige Anglerin wie Emma zu sein, um verschiedene Arten zu fangen. Ja, aber ich kann doch nicht angeln, weil es ist zu kalt. Wow, ja, in diesem Part läuft irgendwie alles schief. Ich hoffe, wir finden zumindest einen wertvollen Schatz. Sie hat eine Zeitkapsel gefunden. Wirklich wertvoll ist das halt leider nicht. Aber gut, dann verkaufen wir die. Dann können wir auch den Computerchip verkaufen und Mechanismus. Dann dieses Spielzeug, die Bücher, den Hochzeitsstrauß, Bienenwachs. Und wir bekommen nicht mal annähernd genug Geld. Hier können wir nach Fröschen suchen. Perfekt. Dann such auch hier jetzt mal nach Fröschen. Hier wachsen Pflanzen, mit denen können wir natürlich nichts anfangen. Können wir irgendwie Menschen um Geld bitten oder einen Kredit abschließen? Ich will doch nur, dass die Familie überleben kann. Violet wird gerade angerufen. Der Direktor ruft an. Rangehen. Oh nein, Violet, was hast du gemacht? Jetzt beginnt es auch hier zu schneien, aber wir sind ohnehin bald wieder weg. Hier haben wir jetzt einen orangen Topaz gefunden. 18 Simoleons, naja. Außerdem haben wir vorher noch einen Blattfrosch gefangen. 10 Simoleons, auch nicht die Welt. Und Emma gräbt jetzt hier noch etwas aus. 192, das ist nicht schlecht. Okay, dann verkaufen wir das jetzt auch noch. Können wir uns jetzt die Rechnungen leisten? Ja, die Rechnungen sind 2000 Simoleons. Dann bezahlen wir die Rechnungen und dann können wir endlich wieder nach Hause. Sehr gut, die Rechnungen sind bezahlt. Dieses Problem wäre zumindest gelöst. Emma wird jetzt auch wieder nach Hause gehen, aber ich glaube, in diesem Part sind genug blöde Dinge passiert. Ich werde den Part dann an dieser Stelle beenden. Und das war's dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!